Yo, was geht, ihr Bauern? Blood ist mal wieder am Start mit einer weiteren Episode von Pokémon X. Diesmal suchen wir nach den Fundorten aller Megasteine und ich habe zwei Gäste dabei. Yo. Yo. Was geht? Ja, der Zerlo, also der Galo, kennt ihr vielleicht noch, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und der Razzy, ne? Alle beide hatten bei mir mitgemacht in verschiedenen Parts, in verschiedenen Let's Plays und so. Und jetzt sind wir wieder vereint, so als Homos, keine Ahnung, wie man das, das Trio des, keine Ahnung. Homo-Trio. Ja, Homo-Trio. Und ja, wir suchen nach den Megasteinen und hier schon der erste in Romantia City, der Meditalis Needs läuft. Was? Meditalis Needs? Yep. Mhm. Okay. Klingt voll schwul, aber ist okay so. Ganganit, warte, das werde ich gleich mal überprüfen. Den hast bekommt du man ja. Die Dinger von den drei Startern aus Kanto? Nein, noch nicht. Was, ist in Romantia City? Das bekommt man ja von dieser Frau, ne? Ich glaube, ich habe das bereits bekommen. Man muss ja nur mit ihr reden, ne? Und dann bekommt man ja den Ganganit, oder? So, okay, ich bin jetzt hier beim Rex Blizzard und hinter ihm ist so ein glitzerndes Bummens. Und da befindet sich der Shirox Need. Was? Gardevoir Need, oder? Garados. Garados. Okay, danach okay. Gardevoir. Genau, hier ist er. Hier, es leuchtet, Mann. Nee. Ich fahr gerade mit dem Fahrrad auf dem Wasser. Das macht keinen Sinn. Wieso? Das sah aber cool aus. So. Man muss schon etwas hier zurückgehen, also schon so einen kleinen Weg und der ist an sich sehr groß, was ja blöd ist, denn ich hab voll keinen Bock drauf. Sehr groß. Okay, cool. Hat sie auch gesagt. Ja. Sagte sie während dem Schlucken, während sie schluckte. Ja, schlechtes Deutsch. Du weißt, was ich meine. Ja, wir kennen uns sehr gut. Oh ja. So, wieder zurück. Voll trendy. Wie gefiel euch überhaupt dieses Spiel hier? Das geht, die Story war sehr scheiße. Die Story, keine Ahnung. Das ist immer dasselbe. Sammelst deine Orden, dann bist du glücklich. Ja, aber zumal bei diesem Spiel hier haben sie es extrem verkackt. Ich meine, die Story war ja armselig. Das war ja minderwertig, ey. Mein Team, das irgendwie, der Boss, der, keine Ahnung, der hatte irgend so einen Hirnschaden. Ich will alles so schön haben und so. Das war so ein Schwachsinn. Der Plot war so schlecht. Das hat mich so aufgeregt, ich schwör's euch. Smaragd waren okay. Bei Smaragd gab es ja eine anständige Story, ne? Das war okay. Smaragd finde ich geil. Ist das geilste von allen. Ja, die Story war nicht mal so verkackt. Ich meine, es war sehr logisch, was sie vorhatten, ne? Und in diesem Spiel war es so voll behindert. Der wollte einfach die ganze Menschheit auslöschen. Läuft. Ja. Wer will das nicht? Und vor allem das mit dieser Waffe. Ich hab keinen. Und dann auch dieser Mann, der seit 3000 Jahren lebt. Ja, genau. Läuft, Bruder. Und dann kommt das kleine Pokémon. Das war so ein Schwachsinn, ey. Der Typ lebt seit 3000 Jahren und hat erst Pokémon Level 65. Leute, ich hab keine Ahnung, wo sich die weiteren Steine befinden. Die Spacko-Region. Ja, Kanto war auch okay. Kanto ist eigentlich. Erst Pokémon-Generation ist eigentlich wirklich so Anfangsding. Eigentlich schon das Beste. Ja, es war ziemlich okay, wie ich finde. Und ich meine, Pokémon, okay. Pokémon Gelb kann man heute noch spielen und es macht immer noch Spaß, ne? Was war euer erstes Pokémon-Spiel? Pokémon Smaragd. Rot. Rot. Yep. Hat sich mir mal gekauft. Meins war auch rot. Rot ist geil. Also mit Glurak, ne? Das war. Ja, Glurak ist. Ey, weißt du eigentlich, wo die Kammer der Leere ist? Ja. Yep. Absolnit müsstest du schon haben. Ja. Kangama Need in der Leuchthöhle. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. In der Leuchthöhle bei der ersten Abzweigung rechts am Ende des Gangs. Das gehört. Rechts am Ende des Gangs. Rechts, Mann. Ja, wo ist der Spacken jetzt überhaupt? Okay, ich habe gerade den Voltensonit bekommen. Voltensonit. Okay, was gibt es hier noch? Kann sein. Da ist so ein Kackofen, da musst du deinen Schwanz reinstecken und ihn aufsaugen. Hier ist das. Oh, wie blöd ist das denn? Neben der Treppe, ey. Boah, wie schwul. Na, ich schick ihn mal ganz hart rein. Okay, ja, was kommt als nächstes? Okay, Café Soleil läuft. Also wieder dieses Spielchen. Welches Spielchen, Mann? Das Spielchen mit den Pornotiteln. Das machen wir diesmal nicht. Der eine, wo ich mich übelst
Mit den, der eine, wo ich mich übers weggelacht habe. Ne? Weiß ich nicht mehr. Boah, keine Ahnung, ey. Ich such das jetzt, ich such den Part jetzt raus. Oh no. Peng. Okay, ich denke, wir hatten jetzt mehr als die Hälfte bereits. Heiße Länder, Dauerständer. Das wollte ich nicht sagen, aber okay. Also, ja, Ständer. Dauer. Ja. Okay, ich hab den Rexblisanit, Lucaronit, Knackraknit, Absolonit. Mir fehlt der Banetonit oder Banetinit, was auch immer. Stolosnit bekomme ich nicht. Despotanit bekomme ich noch. In der Arena von Reliviera City. Okay, da gehe ich glatt mal hin, um mir das Ganze zu schnappen. So, da glitzert es schon. Das sollte der Despotanit sein. Ist es auch, ja, läuft. Okay, das sollte der Typ sein. Oder ich hab den bereits schon bekommen, ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht. Hoffe es. Ich hab den bereits bekommen. Ja, auf jeden Fall bekommt man den Ampharos-Nit hier, Leute. Also falls ihr das nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. Wisst ihr, wo es Drachenkot zu kaufen gibt? Drachenkot? Gut. Bei dir? Nein, ich suche es ja selber. Und Mammutkot möchte ich auch gerne haben. Mammutkot, Puh. Musst du illegal kaufen. Ich glaube, das gibt's auf dem Schwarzmarkt. Ja, ich glaube auch. Okay, Simsalanit erhalten! Goddammit! Habt ihr schon mal einen Pelikan-Penis gesehen? Nein. Boden und Pflanzen sind gut. Und Bäume und so. Frag nicht warum, es ist einfach so. Ja, du hast aber recht. Ja, natürlich habe ich recht. Was denn Baumologie. So, Aerodactyl erhalten. Läuft. Raus her. Lass mich. Du Penner. Ey, was habt ihr so in der letzten Zeit so alles gezockt? In der letzten Zeit? Ja. Kingdom Hearts. Echt? Welchen Teil? 2. Ah. Also ich hab Final Mix gezockt. Was? Final Mix? Okay. Ich hab mir... bei Final Mix... Das ist Kingdom Hearts 2 Final... Oh, ich freue mich auf den 3er, Mann, für die PlayStation 4. Ey, der wird so geil, ey. Oh ja. Das wird so übelst cool. Das wird der finale Teil sein, ne? Ich spritze schon die ganze Zeit ab. Abspritzen. Krass. Oh, verdammt. Ja, das wird cool. Wann kommt der überhaupt raus? Noch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dieses Jahr vielleicht. Das könnte echt sein, aber eher gegen Ende des Jahres. Ah, alter Schwul. Der wird doch nicht dieses Jahr rauskommen. Das glaubst du wohl selber nicht. Ja, ich glaube es auch nicht, ehrlich gesagt. So, Kangamanit. Ja, also ich denke, die werden schon etwas länger brauchen, um das, zu machen. Und sie warten auch, bis jeder eine PlayStation 4 sich gekauft hat, damit sie einfach glaubst mehr... Glaubst du, es wird wieder so deutsche Synchro geben? Was nochmal? Ich hoffe mal. Deutsche Synchro, glaubst du es? Nein. Tut sich schon nicht. Weil so sie es, weil sie das nicht mehr machen. Und wieso nicht? Ich weiß nicht. Also ich glaube, du hast ja Kingdom Hearts 1.5 oder keine Ahnung, wie das... Das haben sie ja beim ersten Teil, beim zweiten Teil gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, so beim dritten Teil machen sie es wieder. Nein. Weil bei inzwischen drin war es halt nicht. Nein, ich glaube, das machen sie nicht mehr mit der Synchro, was ziemlich blöd ist. Das wäre so geil. Kammer der Lehre ist... Ah, okay, genau hier. Okay. Das wäre geil, aber das werden sie nicht machen, denn ich hab irgendetwas gelesen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendetwas... Was du liest? Ja, ich lese Stuff. Oha. Ich kann lesen, oh Möffige. Ja, man soll das abkürzen, weil es ansonsten schwul klingt, wenn man es ganz ausspricht. Schwul! Homosexuell. Schwul. Gay? Und ich habe noch 5 Minuten. Dann ist 9 Uhr und dann habe ich alles verkackt. Oh ja. Um den letzten Stein zu bekommen. Was? Ich habe kein Pokémon, das Kaskade besitzt. Boah, bist du blöd, Lapras. Du bist so behindert, schwul. Ja, dann knechte Lapras erstmal eine Runde hier mit dem Zollstock. Ey, lass meinen Konoki nur. Hast du gehört, ey? Was? Cocklocky? Konoki, Alter. Ich hab Cocklocky verstanden. Überhaupt, dass du meine Let's Plays nicht guckst, ne? Ich find das minderwertig von dir. Cocklongos, Alter. Geh lutschen. So, ich werde Lapras einfach Eisstrahl verlernen. Ich werde das sowieso nie mehr benutzen im Leben. Ich stutsch doch nicht bei dir. Ach ne? Echt? Hm? Glaubst du? Doch. Willst du drauf wetten? Sowas von. Ja. Ich glaub auch. Du bist voll der Cocksucker.
Bei deinem Cock Rocky, Alter. Ja, okay, dieses Gespräch eskaliert. Lassen wir einfach mal so stehen. So, hier sollte der letzte Bummens sein, der Banetonit. Genau, läuft. Und damit hatten wir, glaube ich, den letzten Stein erworben. Es gibt noch andere Steine, also die mit, also von Turtok, Glurak und Bisaflor. Die kann man sich kaufen, die befinden sich irgendwo im, in der Hauptstadt von Illumina City, keine Ahnung, irgendwo. Im Kräuterladen, soweit ich weiß, oder? Ich werde einfach mal den Taxi benutzen, um mich dorthin fahren zu lassen und dann gucken, ob wir das kaufen können. Denn ab und zu kostet es sehr viel und ab und zu halt nicht. Für dich extra viel. Fick dich. Weißt es du bist. Ich bin geil. Bei mir sollte es ja. Ja, deswegen kostet es ja extra viel. Boah, verstehst du es nicht? Okay, jetzt verstehe ich's. Okay, passt. So, Kräuterladen. Wo bist du, Brudi? Da kannst du schön den Stoff kaufen, gell? Stoff kaufen, Brudi. Der Heilkundeladen. So, ich habe nur 300.000 Geld, Poki-Dollar. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, um die zwei Steine zu kaufen, aber falls nicht, egal, ihr wisst ja Bescheid, ihr wisst ja, wo man die bekommen kann. Wissen wir das? Wo ist dieser Typ? Ja, der ist nicht hier. Ja, warte, war er hier oder im anderen Dingens, wo es Steine zu kaufen gibt? Ich denke, das war der andere. Es sollte irgendwo in dieser Straße zu finden sein. Warum? Keine Ahnung. Das ist voll schwul, ey. Man kann okay, ich hab's gefunden. Läuft. Sehr gut. Du da? Ja, okay, sehr gut. Ein Bisaflonie. Dieser besondere Stein verleiht Bisaflor erstaunliche Kräfte. Da, deinetwegen ganze Luna City, bla bla. Sonderpreis 150.000. Okay, läuft. Das kann ich mir noch leisten. Noch. Aber noch. Den zweiten? Hoffen wir, dass ich mir den auch leisten kann. So, ich... Okay, der Glurak Knit X für 150.000. Schlechtes Deutsch, by the way, man. Ah, das ist dann ein bisschen kritisch. Das war ganz knapp, Leute, denn ich hatte nur 400.000 ungefähr und. Was? Noch 2 Minuten. Es reicht aus, ne? So, ich habe alle Steine bekommen, was sehr krass geil ist von mir, ne? Ich fühle mich voll geil gerade und das ist doch gut oder so, ich weiß nicht. Ja, ich hoffe, das hat euch irgendwie geholfen. Falls nicht, dann eben nicht. Ne? Wir haben hier jetzt sehr viel Scheiße gelabert. Zumal der Serlo, der labert immer nur Scheiße. Und Adolf, keine Ahnung. Judenbucht nicht vergessen. Ja, Judenbucht ist auch immer sehr gut, genau. Das Bergwerk mit den Juden, Alter. Genau, ja. Wie gesagt, der Serlo labert nur Kacke. Richtig. So ein Bergwerk voller Juden. Okay, halt mal die Fresse. So, Leute, das war's von mir. Ich hoffe, dieses Video war irgendwie hilfreich und nicht nervend wegen diesem Commentary, das irgendwie sehr außer Bahn gelaufen ist. Irgendwie, keine Ahnung. Und ja, wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ich sage tschüss, danke fürs Zusehen, euer Bladius. Wow.